Tja, und da sind wir auch schon wieder. Ja, jetzt will ich nochmal in die Feuerruption rein. Dorthin fliegen. Und ihr merkt schon, es bleibt nicht mehr viel offen. Das ist die letzte Galaxie, die man wirklich machen kann. Also die letzte normale. Der Dino Piranha. Und ja, der erste Boss, den es hier in diesem Spiel je gab, gibt es auch als letzten Boss. Als letzten normalen Boss, möchte ich meinen. Und ja, das ist irgendwie ein bisschen Ironie. Finde ich irgendwie total witzig, ja. Und ich mag auch dieses Wort irgendwie. Und okay, und ich mag so viele Wörter, die ich so oft benutze, ja. Vor allem intelligent. Oder was auch immer ich vorhin gesagt habe für ein seltsames Wort, ich weiß nicht. Aber es ist mir auch egal. Ihr könnt mich alle mal lecken. An meinen roten Klempner-Popo, obwohl die Hose ist ja blau. Okay, ich korrigiere mich nicht. Und jetzt will ich so viele Sternteile wie möglich sammeln. Aus einem ganz bestimmten Grund. Und lass mich hier noch durch, bitte. Danke. Und überspringen will ich. So. Und diese Box sollte man nicht zerstören, wenn man dieses Leben hier haben will. Und boom. Headshot. Ja, ich könnte jetzt natürlich... Was gab's denn auf... Nein, ich kann mich für keinen normalen Weg entscheiden. Egal, ich glaube, es war hier eh unnötig. Hier gibt es nämlich nichts. Aber na gut, ich würde mal sagen, hier ist ja echt nichts. Ich muss auch dazu sagen, ich bin nie wirklich in dieser Mission diesen Weg entlang gegangen. Oh, natürlich sind die hier, wa? Natürlich. Mag euch nicht. Geht weg. Danke. Okay. So, jetzt sind wir wieder hier am Ausgangspunkt. Wie schön. So, und jetzt können wir uns einfach ganz gescheit hier runterfallen lassen und uns den Arsch verbrennen. Und zwar zum dritten Mal, glaube ich. Mensch, das läuft ja wie geschmiert. Oh Gott. So, hoch mit dir und hoch mit dir. So. Das ist doch wunderbar. Ah, umgekipptes UFO. Was, warum auch immer hier ein umgekipptes UFO liegt. Ich weiß nicht. So, jetzt ist hier die Sache, dieser Planet sollte euch bekannt vorkommen. Wenn nicht, dann habt ihr keine guten Augen oder keine gute Auffassungsgabe. Jedenfalls, ja, mussten wir hier die 5-Stern-Ring-Chips einsammeln und jetzt sind hier aber gar keine. Das heißt, wir müssen die Gegner besiegen. Was ich eigentlich ziemlich scheiße finde. Aber gut, sowas muss man halt auch mal machen, wa? So als Klempner den ganzen Unrat hier beseitigen, den es so gibt, und irgendwie war es noch nicht der letzte Gegner. Ja, wunderbar. Wo existiert denn hier noch einer? Könnt ihr mir das verraten? Ja, dahinter in der Ecke versteckt sich noch einer. Oh Mann, und das sogar am Anfang. Also wirklich peinlich, peinlich. Und da ist natürlich der Sternring. Was denn auch sonst? Oh, ja. So. Und das war noch längst nicht alles. Hier bewegt sich sogar der Planet. Warum auch immer. Warum das hier überhaupt alles passiert und warum ich mir den Arsch verbrenne, das weiß ich selber nicht. Das seht ihr im nächsten Part rein. Da. Wirklich, da ist so ein Loch. Und genau da laufe ich rein. Einfach, weil ich es kann. Und ich merke gerade, ich bin bald tot. Könnt ihr mir mal erklären, warum ich das gleich bin? Könnt ihr mir mal erklären, warum ich da reingesprungen bin? Aber ich habe 13 Leben, also von daher. Ich wollte ja eh bloß die Sternteile, also von daher. Ich bin mit Absicht. Ich bin mit Absicht nochmal gestorben, um halt ein paar mehr Sternteile abzugreifen. Aus einem einfachen Grund. Warum? Den werdet ihr bald sehen. Ach, das war ja immer noch nicht alles, Mensch. Also diese Galaxie, beziehungsweise diese Mission fordert schon mal so ein bisschen was. Ich kann es einfach. Nein, ich will noch mal hin. Geht doch. Danke. Vielmals für die Blumen. So. Und überhaupt die anderen Sternchips. Ich weiß es nicht. Deswegen lasse ich mich hier runterfallen. Nein.
Okay, das wird jetzt langsam peinlich. Bitte unterlasse das, Mario. Das finde ich jetzt kacke. So, haha. Gut gelöst. Okay, also irgendwie ist das hier doch schon ein bisschen riskant. Aber naja. Mal gucken, ob dieser Sprung überhaupt sinnvoll war. Aha, er war es sogar. Ha! Ich bin einfach zu gut. Zu gut, um wahr zu sein. Okay, hier kann ich eigentlich ganz locker drauf stehen bleiben. Und bitte benutzen, Dankeschön. Und jetzt fliegen wir nochmal einmal über alles drüber und ja, das ist jetzt hier wirklich der letzte Part dieser Galaxie beziehungsweise dieser Mission. Und das sieht auch nochmal total episch aus und einfach ist hier, es ist einfach alles total hier episch. Und das war eine totale Erkenntnis, die auch total deutsch war und so. Und ja, komm, los, komm. Ja, komm, los, komm. Egal. Ich weiß selber nicht, was ich hier überhaupt erzähle. Ich kaufe gerne für 30 Sternteile ein Maxi-Pilz. Eine Max-Kraft. Ich will die Kraft von Max haben. Ja. Ist auch schön, dass sich hier irgendwelche Leute für Mario opfern, die nicht mal Leute sind. Und einfach zu irgendwelchen Drogen werden. Ja. Man muss ja dazu sagen, Drogen sind Pilze, genau. Nein, Pilze sind Drogen. Jedenfalls. Stimmt. Und ja, jetzt brennt sogar der Schwanz von ihm, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, müssen wir ihn wieder mit seinem Schwanz besiegen. Ich finde, das ist der epischste Boss, den es gibt, weil der wirklich fordernd ist. Aber halt schaffbar. Und ich würde empfehlen, immer auf der linken Seite von ihm zu sein, weil da brennt sein Schwanz nicht. Ja, und ich glaube, ich sollte lieber Schweif sagen, weil das wird ein bisschen zu seltsam. Ah, er hat mich entdeckt. Mal, hört dein Schwanz auch mal auf zu brennen? Geht doch. Danke. So, und jetzt legt er nochmal ihn oben drauf und lässt hier alles noch mehr brennen. Und ich glaube, das war's jetzt sogar. Und das war's tatsächlich sogar. Okay. Auf jeden Fall habe ich das aus irgendeinem Grund geschafft. Letztendlich doch noch endlich. Geschafft letztendlich doch noch endlich. Ach, nee. So. Das hätten wir soweit erstmal. Und ich hoffe, es wird jetzt etwas passieren. Etwas sehr unvorhergesehenes, natürlich. Oh Mann. 102 Sterne und 1000 noch was Sternteile und was weiß ich nicht alles. Und jetzt bitte sei da. Bitte. Ich danke dir. Und gleichzeitig hasse ich dich dafür. Du Spiel, du. Dass dir sowas erlauben kannst, ey. Also wirklich, das finde ich jetzt echt nicht gut. Oh Mann. Risikokomet. Der Feuerkessel. Und ja, eine sehr verhasste Mission von mir. Obwohl die eigentlich auch ziemlich cool ist, weil man da Konzentration braucht, die ich natürlich nicht habe. Aber ich denke mal, das ist egal. Warum da Gitter sind, das weiß ich nicht. Und Sternteile brauche ich jetzt zum Glück nie wieder sammeln. Naja, warum brauche ich die nie wieder zu sammeln? Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich habe genug Sternteile, genau. Sternteile für den letzten Gummiluma. Ja, ich muss euch enttäuschen, das ist der letzte Gummiluma. Ja, enttäuschen, was heißt enttäuschen? Was heißt enttäuschen? Enttäuschen kann man niemanden, nur ein bisschen, keine Ahnung. Was erzähle ich überhaupt? Egal. So, auf schnell müssen wir jetzt eigentlich nicht machen und auch nicht auf skillhaft. Wir müssen einfach nur hier durchkommen und das Leben. So einfach durch und nein, ich will da nicht rein.
So, Sternteile müsste ich nicht mehr sammeln, aber da ist irgendwie dieser Sammeltrieb in mir eingebrannt ist, tue ich das ganz einfach noch. Und ja, da draußen bricht der Vulkan weiter ganz bequem aus. Und ja, jetzt heißt es aufpassen. Los, komm raus, genau. Und man sollte hier sich nicht vom Schweif der Feuerbälle treffen lassen. Das ist sehr unschön. Ja, vor allem, wenn man denn tot ist. Juhu. Jubel, jubel, voll. Der Hintergrund ist auch sehr interessant. So, und wenn man hier nicht aufpasst, stirbt man natürlich auch. Ist ja ganz klar. Nö, jetzt sind wir ja wieder hier. Okay, meine Güte. Dann stehen wir es einfach durch. Ich ignoriere dich und ihr seht, ich treffe die Gegner nicht. Wie toll ist das denn? So, jetzt. Ich liebe es, wenn man so nur ein Leben hat und überall gibt es irgendwas, weswegen man sterben kann. Also ich liebe das regelrecht. Das ist so ein geiles Gefühl, zu wissen, dass man jederzeit tot sein kann. Und das Schöne ist, man darf alles nochmal machen. Ja, Freunde, ist das nicht toll? Ah. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Okay, lassen wir das. Aber egal, es macht ja Spaß, diese Mission. Deswegen sterbe ich ja auch, um so viel wie möglich von der Mission zu haben. Was zur Hölle? Mario, was wird das hier? Ich verstehe ich einfach nicht. Nein, 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 nein. So kommt ihr mir jetzt nicht, Freundchen. Und irgendwie habe ich gerade die Steuerung überhaupt nicht drauf. Okay. Naja. Es soll ja nicht stören. Es soll einfach nicht stören. Nein, okay. Das war noch in Ordnung. Und schütteln, bis der Arzt kommt. Bitte, Dankeschön. Oh Mann. Interessant auch, dass man hier zwischen zwei riesige Planeten steckt, oder? Uns als Planeten sehen? Was ist das überhaupt? Nee, das sind zwei halbe, kann sein. Oder täusche ich mich jetzt? Sieht aus wie zwei halbe. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht's geil aus. Also mit den Hintergründen, da haben sie es so, wa? Also, ja. Einfach, weil sie es haben. Und jetzt kommt bitte raus und verschwinde auch sofort wieder. Danke sehr, mein Bester. Ah, so. Man braucht ja eigentlich so eine derbe Konzentration, weil jederzeit kann man auf irgendwelche Scheiße hier kommen und sterben und was weiß ich nicht alles. Man kann verbrutzeln, man kann verbrutzeln, man kann verbrennen und man kann sogar verbrutzeln. Ja. Und halt sehr viele Möglichkeiten zu sterben. Ich bekomme auch kein einziges Sternteil mehr. Wir haben bald 90 Sternteile. Na gut, wenn wir runden, dann haben wir jetzt 90 Sternteile. So, und diesmal bleibt ihr mir aber fern, ja? Also, das kann ich mir nicht nochmal leisten hier. Nein! 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 Das ist ein Traum, diese Mission machen zu dürfen. Und das immer wieder von vorne. Ja, ja. Naja. Dann soll es halt so sein. Warum ich gerade so waghalsig bin, das kann ich euch selber nicht erklären. Aber es ist einfach mal so. Ich kann es einfach, ich kann es mir erlauben. Oh Mann. Danke sehr. Ach nee, und wieder hier hoch zum dritten Mal. Ja, das ist wirklich ein Traum hier. Immer wieder dasselbe. Und dann wieder 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 und dann noch einmal und wieder noch einmal und wieder. Und
was weiß ich nicht alles und sonst irgendwie für Käse was so alles mögliche und kann man hier noch Sternteile? Nein. Egal. Also, ja, es lohnt sich hier wirklich ab und zu mal zu sterben, wenn man hier ganz schön Sternteile abgreifen kann. Und, ja. Deswegen mache ich das natürlich alles hier. Also, deswegen sterbe ich so gerne hier einfach, weil man dafür belohnt werden kann mit massig Sternteilen. Aber okay. Man kann auch einfach die Mission immer wieder schaffen, dann wir mal wieder reingehen, nochmal Sternteile sammeln und so weiter, aber wer macht denn sowas heutzutage schon? Ach, nee. Das ist ein Trauerspiel hier, wie ich mich anstelle. Die Sternteile, bin süchtig. Ist auch mal interessant, dass man so bei Spielen, egal, egal ob man weiß, was man sammelt oder wozu man sammelt oder nicht, man sammelt es einfach. Man sammelt es einfach ein. Obwohl man nicht weiß, wozu es gut ist. Es kann ja auch was Schlechtes sein, was es zwar noch nie war, aber es kann durchaus sein. Und ja, das ist sehr interessant, dass man das irgendwie immer tut, beziehungsweise ich tue das immer. Bei irgendeinem Spiel, sobald es irgendwas einzusammeln gibt, ich sammle es ein, auch wenn ich nicht weiß, was es ist. Einfach einsammeln, das ist das Beste. Ja, macht man meistens nichts falsch und ich glaube, ich bin gerade über den Boden gelaufen. Über den Boden läuft man nicht immer. Nein, ich glaube, ich bin irgendwie gerade über die Luft gelaufen. Nein, irgendwie in der Luft gelaufen. Ja, jetzt habe ich es auch raus. Auch wenn auf dem Boden läuft, ist ja irgendwie klar. Schmunzel, schmunzel. Aber naja. Das Schöne ist ja auch, dass man hier mal wieder Leben bekommen kann. Ein Hoch auf die Nintendo-Logik, dass man genug einsammelt, man Leben bekommt. Ach, wäre es nicht schön, wenn man mehr Leben haben könnte, als nur eins. Ich würde so vieles mal ausprobieren, wenn ich mehrere Leben hätte. Und ich würde sogar als erstes ausprobieren, wie es ist zu sterben, wenn ich mehrere Leben hätte. Einfach um mal zu wissen, wie es ist und wo man landet. Wer weiß, vielleicht gibt es ja wirklich sowas wie eine Hölle oder einen Himmel. Dann hat man es im Himmel so schön flauschig und dann hat man noch ein Leben übrig und man will dann nicht mehr zurück und alles.